Hey, wisst ihr, wie wir von dem, was wir zu kennen glauben, wieder zurück zu dem finden, von dem wir glauben, dass wir es nicht kennen? Wie wir von der Illusion in die Wahrheit kommen, von dem scheinbar Bekannten in das scheinbar Unbekannte? Es ist wirklich ganz simpel. Indem wir das nehmen, was uns hier bekannt zu sein scheint, das, was für uns jetzt hier wahr ist, die Illusion, aber das, was wir zu kennen glauben und wo es uns ganz leicht fällt, das zu erfahren, genau das nehmen wir und gehen darüber hinaus. Und es ist gerade Europameisterschaft im Fußball. Und ich habe heute diese Geräusche wieder gehört, wie sie zum Fenster hinein kamen. Diese Geräusche, diese typischen Geräusche von Fußballreportagen. Und es hat mich erinnert an meine Kindheitstage, wo diese Geräusche für mich ein Gefühl der Sicherheit bedeutet haben, eine Assoziation mit absolutem Frieden. Es ist Samstag, die Sportschau läuft, mein Vater und mein Bruder kommentieren das, was sie da sehen. Meine Mutter macht das Abendbrot und ich darf einfach nur in der schönsten Kuschelecke da auf dem Sofa mich zusammenkuscheln neben meinem Vater und einfach nur diese Sicherheit in mich aufsaugen. Diese Sicherheit von heiler Welt, wie sie mir damals vorkam. Und ich saß hier und diese Erinnerung kam wieder in mir hoch. Und ich dachte, wow, nimm diese Sicherheit, dieses Gefühl, das sofort in dir hochkommt, dieses Leichte, dieses einfach sich vollkommen geborgen fühlen. Erinnere dich an dieses Gefühl. Wie hat es sich angefühlt? Wo hast du es gefühlt? Geh genau dorthin, jetzt. Lass die Geschichte drumherum einfach verblassen. Es geht um genau dieses Gefühl. Und dann dehne es aus. Lass es tiefer und weiter werden. Sinke hinein in diese Sicherheit und lass sie tausend und abertausendmal größer werden. Tritt über das Bekannte hinaus, zurück in das, was dir so vertraut ist, dass es über alles hinausgeht, was du mit Worten und Bildern beschreiben könntest. Denn um genau das werden wir gebeten. Was löst bei dir dieses Gefühl der Sicherheit aus? Vielleicht ist es der Blick in die unschuldigen Augen eines Babys oder einer Katze oder irgendeine Situation, die jetzt in dir aufsteigt. Ah. Lass die Geschichte drumherum langsam verblassen und wegfallen, während du dich voll und ganz auf dieses Gefühl konzentrierst. All dein Fokus, deine gesamte Aufmerksamkeit, all dein Sein liegt jetzt vollkommen auf diesem Gefühl, diesem Zustand von Sicherheit und Geborgenheit und dem Wissen, dass das wahr ist. Und im Gegensatz zu dem Bild und der Assoziation, die du davon in der Illusion hattest, im Gegensatz dazu ist dieser Zustand ewig. Wirklich ewig. Und hat dich deshalb nie verlassen. Und wenn du diesen Zustand jetzt fühlst, in welcher Art und Weise, bemerke, wie du ihn fühlst. Bemerke es, orte es. Und nimm ihn bewusst mit in diesen Tag.
Nimm ihn ganz bewusst mit. Nutze deinen Körper dazu. Nutze deine Körpersinne dazu. Und vor allem nutze deinen Geist dazu. Und fühle dies in allem und in jedem, was du siehst und hörst und fühlst und wahrnimmst. Das ist, was alles durchzieht, was alles ohnehin durchzieht. Nur, dass du dir dessen jetzt gerade bewusst geworden bist. Ich danke dir dafür und freue mich über den großartigen Tag, den du damit haben wirst und der ganzen Welt bescheren wirst. Ich danke dir von Herzen. Hab einen großartigen Tag.